Christoph Kaufmann, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie, ISIT. Ein Herz für die Netzfrequenz. Ja, moin moin zusammen. Ich möchte nur heute zeigen, dass der Titel Netzfrequenzschätzung für die Momentanreserveanwendung genauso sexy und fürsorglich ist wie ein Herz für die Netzfrequenz. Die Netzfrequenz ist wie der Herzschlag des Stromnetzes. In Europa sind das 50 Hertz und wenn es zu einer Herzrhythmusstörung kommt, das heißt der Verbrauch ist größer als die Erzeugung, zum Beispiel durch den Ausfall eines Kraftwerkes, dann fällt die Netzfrequenz erstmal. Und dann gibt es verschiedene Maßnahmen, die dazu führen, dass die Netzfrequenz zuerst stabilisiert und anschließend auf das ursprüngliche Niveau von 50 Hertz wiederhergestellt wird. Wir wollen uns jetzt auf die sogenannte Momentanreserve fokussieren. Und zwar die Momentanreserve bestimmt, wie schnell oder langsam die Netzfrequenz steigt oder fällt, wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt. Hier gibt es nur ein Problem, denn diese zeitliche Änderungsrate, Rohkopf, wird bislang aus den rotierenden Maschen der thermischen Kraftwerke, das heißt aus Kohlekraftwerken, Kernkraftwerken bereitgestellt. Wenn die in der Zukunft wegfallen, dann wird der Rohkopf erstmal steigen. Und das hat zur Folge, dass Netzfrequenzschwankungen häufiger auftreten, die gegebenenfalls das Netz instabil machen können. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die den Rohkopf limitieren. Zum Beispiel durch Momentanreserve aus dem Batteriespeicher, wo es wichtig ist, dass es innerhalb von 100 Millisekunden bereitgestellt wird. Und wenn wir uns die Kette angucken, dann sehen wir, dass die Frequenzschätzung mit 50 Millisekunden am längsten dauert. Und das ist der Fokus meiner Arbeit. Das heißt, ich beschäftige mich mit verschiedenen Methodiken zur Schätzung der Netzfrequenz mit dem Ziel, diese Dauer zu reduzieren. Zuallererst, die Netzfrequenz kann nur geschätzt werden, weil es keine direkte messbare Größe ist. Das heißt, wir leiten es aus der Spannung ab und für ein ideales Spannungssignal funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, wenn wir hier einmal einen Frequenzsprung angucken, dann sehen wir, dass die beiden Methoden die Netzfrequenz sehr schnell innerhalb von 31 Millisekunden genau schätzen können. Allerdings weicht die Realität von diesem idealen Fall deutlich ab. Wenn wir nämlich einmal jetzt diese beiden Spannungen genauer vergleichen, dann sehen wir, dass die reale Spannung mit harmonischen und Rauschen belastet ist, was dazu führt, dass Methode 1 keine genaue Schätzung liefert, wohingegen Methode 2 deutlich genauere Schätzungen liefern kann. Das heißt, ich möchte Ihnen jetzt auf den Weg geben, dass für die Qualität der Momentanreserve, genauso wie weiteren netzstabilisierenden Maßnahmen, die Netzfrequenzschätzung essentiell ist. Und wenn wir uns darum kümmern, dann hat Netzi wieder ein Herz, ist wieder happy. Und wenn ich ihr Interesse geweckt habe, dann würde ich mich freuen, wenn wir gleich in der Speakers Corner darüber etwas mehr im Detail sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.